Was geht, liebe Leute? Einen wunderschönen guten Tag und willkommen ja zu einem kleinen Vlog, kann man das so sagen? Ich würde eher sagen ein Pre-Vlog oder so, weil wir haben jetzt gerade, kann man das sehen da oben, wir haben jetzt gerade 13 Uhr, kurz nach 1 und wer mich auf Twitter verfolgt, der wird es ein bisschen gelesen haben. Heute um 2 Uhr ist mein Internet weg, Leute, oder Strom generell, nicht Internet, Strom ist weg, einfach komplett weg. Ja, das heißt, ich habe nichts mehr hier so irgendwie, was ich machen kann. Das heißt, ich muss mich da draußen flüchten von 2 bis um 6. Wie soll ich das denn aushalten, Leute? Ohne Witz. Auf jeden Fall dachte ich mir, aber ich mache so einen kleinen Pre-Vlog. Ich kann euch ein paar Sachen zeigen hier. Deswegen bleibt mal gut lieber dran auf jeden Fall. Denn es gibt ein paar coole Sachen anzusprechen. Zum einen, werde ich jetzt mal da draußen fahren, hier mit mir einen Salat holen, den ich hier essen kann ohne Strom. Weil ich kann ja auch nichts im Ofen machen. Also ihr wisst, Strom, natürlich essen ohne Strom, aber Backofen oder Pfanne geht auch nicht, ne Leute, geht nicht. Deswegen hole ich mir, glaube ich, einen Salat, so einen Fertigsalat oder so von Netto oder so oder von einem anderen Discounter oder Supermarkt auf, und dann dazu vielleicht Thunfisch oder so. Kann, glaube ich, ganz geil werden, mal gucken. Zudem habe ich mein neues Internet mittlerweile ja auch, wisst ihr ja, so ein bisschen. Kann man hier vielleicht irgendwo sehen, sieht man das da? Hinten diese weiße Box da, oh, guck mal, wie scheiße ich aussehe. Diese weiße Box da hinter meinem iPad, unter diesem Dom-Statue Aufkleber. Meine Haare sehen auch wieder formidabel aus. Richtig gut. Und dann werde ich gleich nochmal nach draußen gehen irgendwie und dann vielleicht mein Auto waschen oder mein Auto voll tanken vor allem auch und so Sachen machen. Hier sind übrigens immer die Fanpost-Sachen, ne? Die muss ich mal irgendwie ein bisschen weiter ausbauen, so, damit es da ein bisschen mehr kommt oder so. Da ist Pinky. Auch schon gar nicht von Pinky gehört. Pinky! Und so viel eben dazu. Dann habe ich hier meine ganze Wohnung aufgeräumt. Ja, hier war richtig viel Krempel. Richtig viel Krempel. Da hinten ist so meine Ablagerung, kann man quasi sagen. Hier sind so Sachen, die ich aufbewahre, aufhalte. Ich habe hier noch coole Briefe. Muss mal den Dings da, den muss ich noch auspacken. Den muss ich auch noch auspacken. Und das sind noch Sachen, die ich verschicken muss. Irgendwann einmal. Muss ich ja bald machen. Zudem habe ich, kann ich das ja nicht irgendwie zeigen oder so. Ich habe alles geputzt hier. Die ganze Wohnung ist blitzblank sauber, ja. Deswegen kann man mal eine kleine Roomtour machen. Hast du eine, können wir machen einfach eine Mini-Roomtour jetzt einfach mal so kurz. Roomtour 2.0. Da ist mein Rechner, sieht er ja, mit Spotify, mit meinem neuen Gelenkarm. Der ist richtig cool, meine Brille mal kurz zur Seite packen. Das ist mein neuer Gelenkarm, der ist richtig nice. So, den kannst du irgendwie aufstellen und dann bleibt der eben so hängen. Schon eine coole Sache irgendwie. Und da ist eben so meine Softboxen da oben. Kennt ihr ja auch noch vom ersten Vlog wahrscheinlich. Hier ist so meine, ja, Aufbewahrungsdingens, so, ne, wo man Sachen aufbewahrt im Schrank, so mit dem coolen Minecraft-Ding hier auch noch. Und dazu habe ich hier jetzt auch, kann man vielleicht sehen, so zwei Kartons. Da oben kann ich mal kurz zeigen, ja, ich muss mal kurz rausholen, das ganze Zeugs hier irgendwie. So, hier sind nämlich noch die Rocket Cave drin, die verlose ich ja bald in einem meiner Livestreams. Ja, also müsst ihr mal öfter meine Livestreams gucken, bei 50 Subscriber verlose ich die. Wir haben aktuell, glaube ich, 33, also brauchen noch 17 Stück, dann verlose ich die Rocket Cave unter euch. Und ansonsten habe ich hier meinen kleinen Flur, da traue ich mich aber gerade nicht wirklich hinzugehen. Ja, das war eklig, weil hier ist mein cooler Flur, so kleiner, mach mal die Schranktür zu machen. Da ist Müll, das ist Müll, der weg muss. Und da ist es ist ein Flur, es ist eine Art Abstellkammer. Aber da oben, seht ihr das, da oben, seht ihr das? Da ist so ein Vieh. Boah, das ist so ein Riesenvieh, ne? Das ist so ein, mit so... Schneidezähn-Dinger, richtig eklig. Muss ich gleich wegmachen irgendwie. Richtig eklig. Richtig eklig, Leute. Und was haben wir noch Cooles hier? Ja, gut, ich habe mir so einen Raumduft geholt, ne? So einen Raumduft. Braucht man vielleicht auch. Hier ist mein Klo. Das sieht auch wunderbar aus. Da ist meine Toilette. Da bin ich immer drauf, wenn ich AA mache. Und dann habe ich hier meine Küche, meine kleine, die kennt ihr ja auch noch von den Vlogs. Und hier meine, ja, ne? Sieht man nicht allzu viel. Hallo, guck mal, da bin ich. Ebenso Abstelldingens, Waschmaschine und Dusche und so. Das ist meine kleine, aber feine Wohnung. Mehr gibt es auch gar nicht zu sehen hier eigentlich. Ist mein Kühlschrank, der extrem leer ist. Der ist super leer. Es ist nichts drin im Kühlschrank. Ah, da, guck mal, das ist ein Lemon. Und ich habe die Limo geholt. Finde ich richtig nice. Die Limo, Limette und Zitrone. Mua. Sehr geil. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sehen. Ich werde gleich rausgehen, irgendwie den Tag überstehen. Wollte eigentlich noch irgendwie was Survival Games-mäßiges ausnehmen, aber Lobbys werden nicht voll. Deswegen dachte ich mir, komm, ich mache einfach einen Vlog oder so. Und zeige ich mal so ein bisschen meine Wohnung. Das war's eigentlich schon. Das ist meine Couch, die kennt ihr ja auch aus den Auspackvideos. Hier ist mein DX-Racer-Stuhl. So, und das war es eigentlich im Prinzip schon von meiner Wohnung. Mehr gibt es echt nicht zu sehen. Draußen sind Bauarbeiten en masse. Ich wohne ja hier, habe ich schon mal gesagt? Nee. Ja, habe ich mal. Ich wohne in der Nähe von einem großen See in Dortmund, ja. Und da werden gerade Bauarbeiten gemacht seit 3 Jahren und jetzt sind sie quasi vor meiner Haustür.
und machen da jetzt so richtig Krempel, die nehmen da alles auseinander und bauen da was Neues hin. Ich hoffe mal keine Häuser oder so, wäre mega kacke, wenn da Häuser hinkommen. Dann habe ich genau vor der Fresse Häuser stehen, wenn ich da draußen gucke. Boah, ja super. Da kann ich vielleicht reinspannen bei den Nachbarn. Vielleicht ziehen da ja geile Weiber ein oder so. Auf jeden Fall dachte ich mir, zeige ich mal ein bisschen wieder meinen Fortschritt hier in der Wohnung. Ist momentan alles aufgeräumt so, weil ich momentan sehr darauf achte, dass es hier wirklich ordentlich aussieht, das Gamer auch und so. Dementsprechend würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hau jetzt rein und so, gehe jetzt ein bisschen raus. Hab nur noch 45 Minuten Zeit, um das Video zu schneiden und online zu bringen und so. Oh, schaffe ich das noch? Ja, schaffen wir. In dem Sinne, heute Abend ist noch ein anderes Let's Play. Ist mein erstes Let's Play seit Jahren mal wieder, ne? Nach Tomb Raider und Uncharted und so. Mal abwarten. Bis dann. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.